Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Projekt. Ich bin es euer MC Muffix und wir widmen uns nun Assassin's Creed Odyssey. Oh Leute, Assassin's Creed Odyssey. Der ein oder andere mag es vielleicht schon gehört haben. Ich bin wahnsinnig großer Assassin's Creed Fan. Damals habe ich mit Teil 2 begonnen, war neben Uncharted 2 und GTA 4 mein erstes PS3-Spiel und im Nachhinein habe ich dann noch Teil 1 und alle anderen Spiele, die danach kommen, gekauft, beziehungsweise noch nicht alle gespielt. Syndicate habe ich bei mir liegen und noch leider nicht gespielt. Aber Leute, diese Franchise ist großartig und wenn ich jetzt mal generell so an Videospiel-Franchises denke, Tales, Final Fantasy und Mass Effect wären vielleicht noch darüber, aber direkt danach wird schon Assassin's Creed kommen. Dieses Franchise habe ich wirklich geliebt und liebe es auch immer noch. Und ja, wir haben hier den 11. Teil der Serie. Schon krass, in den letzten, seit 2007 gibt es die Serie, also in 11 Jahren, 11 Spielen. Roach und Syndicate kamen ja im selben Jahr raus. Roach und Unity, Verzeihung. Und deswegen kommen wir auf diese große Zahl. Ich habe schon mal ein kleines Preview, sage ich jetzt mal, gemacht, wo ich ja schon mal meine Befürchtungen über Assassin's Creed Odyssey hier erzählt habe. Und ich bin immer noch ein wenig, ich sage jetzt mal, ja, zwiegespalten. Auch wenn ich schon gehört habe, dass das Spiel verdammt gut sein soll, bin ich doch ein bisschen traurig, dass das Spiel immer weiter von den Wurzeln der Assassin's Creed Formel, was ja mit Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelation perfektioniert wurde, im Endeffekt weggeht. Nichtsdestotrotz bin ich einfach froh, wieder zu sehen, wie es weitergeht. Origins, bei all der Kritik, was ich sag jetzt mal, man im Spiel kritisieren kann, wenn man wirklich Assassin's Creed-Fan ist, hat es doch einige sehr gute Punkte gehabt. Und ich bin jetzt einfach gespannt, wie Assassin's Creed Odyssey so wird. Es ist in einem Setting, was ich mir ehrlich gesagt schon lange gewünscht habe. Ich dachte immer wirklich, dass Griechenland ist ein sehr cooles Setting und eignet sich auch für das Assassin's Creed-Ding. Es spielt natürlich alles vor der Gründung des Ordens und vor allem anderen. Aber ich dachte immer, das ist wirklich ein Setting, wo man viel draus machen kann. Und ich bin auch froh, dass sie das jetzt endlich mal genommen haben. So, wir sind im Spiel und ich würde nun sagen, bevor wir noch viel schwafeln und im Ubisoft Store hier irgendwelche merkwürdigen Sachen machen, würde ich sagen, hauen wir Effekte nach oben und starten hier nun mit einem neuen Spiel und schauen wir mal, wie unser Abenteuer wird in Assassin's Creed Odyssey. Bereit, mein König. Sag, Dinekas, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta.
Das ist Sparta! Ja, Leute, wir werden diesen Witz wahrscheinlich noch 1 Million Mal bringen. Ja, wir sind hier in der Schlacht von den Thermopylen. Fähigkeiten im Rennen. Okay, mach mal, gerne. Oh, okay, das hat nicht so gut geklappt. Vor unserer eigentlichen Geschichte natürlich die ganz bekannte Schlacht. Natürlich spätestens seit dem Film sollte man es kennen. Bam! Und wir spielen hier König Leonidas, den damaligen König von Sparta, der ja hier gegen... Aua. Okay, bringen wir bloß nicht bei, wie man ausweicht. Ah, okay, danke schön. Ja, bringen wir bloß nicht bei, wie man ausweicht, aber Hauptsache, wie man diesen Move macht. Wow. Nice Angriff eigentlich. Wo hier die Spartaner 300 gegen die einmarschierenden Perser gekämpft haben, die ihnen knapp 50.000 gegen 300, also nicht ein ganz faires Verhältnis haben. So. Also Leute, wir haben hier unten links Fähigkeiten, die seht ihr, die können wir hier aktivieren. Man sieht immer, Assassin's Creed wird immer mehr rollenspielmäßig und müssen halt hier die Perser besiegen. Ach, verdammt mal, wartet. So. Ich leuchte rot, alles leuchtet rot, was muss ich eigentlich machen? Ich schlachte einfach ein bisschen ab. Warte mal, was muss ich? Da hinten muss ich eigentlich was machen. Warte, so. Komm her, Dicker. So. So. Bam. Oh. So. Also, ganz kurz, es ist ja im Endeffekt dasselbe Kampfsystem vom im Großteil wie eben auch in Assassin's Creed Odyssey. In Assassin's Creed Origins, verzeihung. Oh, oh. Wir können mit R1 schlagen. Können dann Kombos ausführen, können mit Viereck ausweichen, das ist alles gleich. Unten haben wir unseren Lebensbalken und dann unseren Fähigkeitsbalken, sage ich jetzt mal, der hier scheinbar unbegrenzt ist. Wir können anvisieren, wenn wir den Stick aktivieren. Ich weiß noch nicht, wie man kontert. Das war ja eigentlich eines der großen Features in Assassin's Creed Origins, aber das scheint hier aktuell nicht wichtig zu sein. Thank you.
Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten, wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Wow, das ist Cas Lela. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Er wird uns den Weg zeigen, ganz sicher. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Resti toni toro ed era rossi tosto l'onda e cardios lo scoprì ton suon tutto paga le nisse non ti te spempi xilionio
Gesicht! Komm her, du! Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sichern sein. Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagte, du spielst gern den Harten. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich was lehren will, dann soll er selbst herkommen. Leg dich nicht mit dem Zyklopen an! Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Danke für die Warnung. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Jetzt ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Alexios? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich versuche, ein gutes Wort für dich einzulegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. So, Leute, und damit endet hier zumindest der Anfang von diesem verdammt geilen Prolog hier. Also, wir spielen Alexis. Wir hatten hier die Wahl zwischen einem männlichen und weiblichen Charakter. Ich habe mich dafür für einen echten Mann entschieden. Wir können klettern, das ist natürlich auch klar. Ein bisschen Assassin's Creed bleibt ja immer noch da. Und wir haben wieder Layla gesehen. Layla ist ja die werte Dame. Oh, warte mal. Ja, genau. Passt. So, Layla ist ja die werte Dame, die wir schon in Assassin's Creed 1 hatten, die ja dann hier von Mr. Miles, also Desmonds Vater, hier abgeworben wurde und sich den Assassinen angeschlossen hat, nachdem ihre Freundin hier entführt wurde von Abstergo.
Rahmenhandlung wird wahrscheinlich nicht wieder allzu sehr in den Vordergrund drücken, was ich nie wieder schade finde. Aber sehr geiler Prolog hier mit den Spartanern hier. Gut, Leute, ich würde sagen, damit endet hier erstmal Part Nummer 1. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Odyssey. Bis dahin, und rein auf Wiedersehen. Ciao.